Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Landkreis Rostock. So, wir starten. Und eigentlich können wir so fahren. Auf Automatikbetrieb, aber. Zack und zack. So. So, weiter geht's hier mit Mulchen. Gut, dass wir alles hinbekommen, soweit es geht. Oh Gott, mir kam die Nase. Sudeli. Können wir langsam wärmer werden. Im Real Life vor, aber da wird es eher noch kälter die nächsten Tage. Ich habe jetzt aktuell minus 6 Grad. Aber dafür ist das schöner Sonnenschein. Das muss man sagen. Ist zwar kalt, aber schönes, schickes Wetter. Und da ist eine relativ trockene Kälte, es geht so immer noch. Schlimmer ist, wenn es, ne, also wenn es in Schnee liegt und ist so kalt. Und wenn vielleicht dazu noch Wind kommt. Wind wird es dann richtig eklig. Aber zur Zeit ist relativ human mit dem Wind. Das ist jetzt keine großen Windböen oder irgendwas, oder? Stärkerer Wind. So, let's go. Mal weiter mit unserem Mulcher schnipsen. Wir haben noch ein ganzes Stück bis dahin noch. Und dann nimmt es nur 3,50 Meter, sind ein paar Meter mehr. Und dann hieß danach kalken. Und, na, sag schon, wieder ansehen. Wenn ich bloß mal überlegen, was ich drauf mache. Da bin ich noch am Grübeln. Den hat man ja Raps drauf und anderen Sojabohnen. Vielleicht mache ich fliegenden Wechsel. Dass ich wo Raps drauf war, die Sojabohnen schmeiße und wo. Muss ich mal gucken.
Sudeli. So. So, haben wir da schon mal einen Großteil vom Feld geschafft, würde ich sagen. Also die Hälfte, also die Fläche von der N20 haben wir fast weg. Von der Breite her. So, jetzt sind wir an der Ecke, jetzt werden die Bahnen wieder kürzer. Katze, was machst denn du? Das ist mein Lenkrad. Könnt ihr nicht kriegen. Wieder bergab. So, noch ein Stückchen. Passt.
und rum. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, aber ich denke mal, ganz werden wir es nicht schaffen. Hängt davon, wie viele wir noch offen haben, dann mache ich vielleicht den Rest auch fertig. Jetzt, wo die Bahn kürzer waren, könnte man doch ein paar Meter schon schaffen noch. Aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen, wie wir es hinbekommen. Nächste Bahn. Sieht gut aus. So weit, so gut, sprach der Knut. So,
Wo ist denn die Ecke hier oben? Sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Könnten wir doch noch schaffen, alles. Ich muss nochmal zurückstoßen, damit es mal richtig losgeht. Mit der Nase. Ich hoffe, ich muss nicht gleich losschreien. Komm mal rum. No. Komm mal nicht. So. Zudeli. Der Baum auch rumschongiert. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ein Minütchen haben wir noch. Ups, mit der halbe Wiese im Zweckemulch, aber egal. Brauchen wir einen Tick detailig mit absetzen. So. Ach ja, so ist das mit dem Licht. Mal gucken, was mich Windows 11 kosten will. Ich umrüsten, dann klappt er wieder nicht so. Wieder rückwärts ran tüdeln. Das sieht gut aus. Blöde Birke. So, Sport. Ja, das schaffen wir sogar. Das könnten wir sogar schaffen. Wird auf Enge. Weil ich die Kunden abschnappen. Die Zeit rennt. Und ich renne mit. Oh, bleibt der Mini-Zipfel übrig? Ich glaube es ja nie. So, aber wir haben es jetzt vollendet. So, genau zum Folgenende. Daher verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.